Hallo zusammen, schön seid ihr wieder da und schaut eines meiner Videotutorials an. Der letzte Vernissage von einer Klasse hat mir ehemalige Schüler gefragt, wie bringt man ein rundes Bild auf ein Eckiges? Ich denke, dass sie etwas so gemeint hat. Das heisst, wir haben hier jetzt ein rundes Bild, die Füssli. Und die Füssli, die sind auf einem eckigen Bild. Das ist fast wie im Fußball. Das Runde muss ins Eckige. Um das geht es in diesem Tutorial. Bilder, die ich damit arbeite, hat mir die Yves Koller zur Verfügung gestellt. Das ist Atelierfreundin und sie tut viel, auch unter anderem bei Bailey fotografieren. Ich verlinke ihre Seite am Schluss von diesem Tutorial noch, dass ihr schauen könnt, was sie so macht. So, das ist das eine Ausgangsbild. Das ist das andere Ausgangsbild. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann einen runden Ausschnitt bekommen, wo wir auf das andere Bild tun können. Schaut, wenn ihr etwas so macht, dass ihr ein Bild habt, das nur die Hintergrundebene hat. Habt ihr das Bild bearbeitet und abgespeichert, tut es nachher über Ebene auf Hintergrundebene reduzieren. Das geht hier jetzt nicht, weil es natürlich schon nur eine Hintergrundebene hat. Tut es auf die Hintergrundebene reduzieren, neu abspeichern unter einem neuen Namen und arbeitet nachher mit dem. Weil wir brauchen jetzt das Auswahl-Ellipse-Werkzeug. Das versteckt sich da hinter dem Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Wenn ich mit der linken Maustaste ein bisschen lang auf dem Auswahl-Rechteck-Werkzeug bleibe, bekomme ich das Auswahl-Ellipse-Werkzeug. Das tue ich jetzt anwählen. Und sobald ich da mit gedrückter linker Maustaste fange, jetzt eine Ellipse aufziehe und jetzt die linke Maustaste loslasse, habe ich eine Auswahl. Die galoppierenden Ameiseli die nichts anderes markieren als eine Auswahl. Also alles da, das, was da drinnen ist, in der Ellipse, ist jetzt in der Auswahl. Eine Auswahl, die tut sich immer auf eine Ebene beziehen. Das heisst, wenn ihr mehrere Ebenen habt und auch noch Einstellebene, und jetzt seid ihr auf einer Einstellebene, die wäre aktiv, also blau hinterlegt. Und jetzt wollt ihr das, was wir jetzt machen, dann geht es eben nicht, weil ihr keine Bildinformation in der Einstellebene habt. Schaut also, das ist das Sicherste, dass ihr bei diesem Bild einfach die Hintergrundebene habt. So, das ist jetzt meine Auswahl. Jetzt ist dummerweise die Auswahl nur nicht rund. Okay? Also tue ich die Auswahl mal aufheben über Auswahl. Auswahl aufheben. Also tut man eine Auswahl aufheben. Jetzt, wie überkomme ich eine genaue runde Auswahl? Ich fange wieder genau gleich an, mit der linken Maustaste gedrückt, fange ich da meine Ellipsen aufziehen. Die linke Maustaste ist immer noch gedrückt und jetzt drücke ich die Taste Shift. Und sobald ich Shift drücke, tue ich auch gedrückt behalten, habe ich eine runde Auswahl. Jetzt ziehe ich die Auswahl auf. So, etwa so gross. Ich kann die nachher noch verschieben, die darf gerne ein bisschen aus dem Bild rauskommen. Jetzt tue ich zuerst die linke Maustaste loslassen und dann Shift. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt in die Auswahl reingehe, linke Maustaste drücke, drücke behalten, kann ich die Auswahl noch verschieben. So, voilà. Jetzt sind die beiden Füße in dieser Auswahl. Jetzt müssen wir die nur noch auf das andere Bild schieben. Jetzt sehen wir das andere Bild dummerweise nicht. Das ist da versteckt. Okay. Das tun wir jetzt geändert über Fenster anordnen, zwei nebeneinander. Jetzt sehen wir die ganze Sache. Dann das Verschieben-Werkzeug führen und verschiebe jetzt die Füße auf das bei mir rechte Bild. Das heisst, ich gehe in die Füße rein, dann bekomme ich das als Sherry-Symbol. Linke Maustaste klicken, klickt Pauten und ziehe jetzt die Auswahl da auf das Bild da hinten. Sobald ich da das Pfeil mit dem Pluszeichen habe, kann ich die linke Maustaste loslassen. Und jetzt sind die Füße da hinten. Das Bild da, wo nur die Füße drauf sind, das brauche ich nicht oder nicht mehr. Das tue ich da mal wegklicken. Ohne die Änderung zu speichern, logischerweise. So, jetzt ich habe immer noch das Verschieben-Werkzeug, kann ich da die Füße im Zeug umschieben. Die sind jetzt natürlich noch viel zu gross. Und das tun wir jetzt ändern. Und das ist jetzt ein wichtiger Befehl, wenn ihr so Sachen machen wollt, und zwar bearbeiten, frei transformieren.
Dann bekommt ihr da den frei transformieren Rahmen. Wir sehen den leider jetzt nicht ganz, weil er viel zu gross ist. Das heisst, wir machen jetzt das Bild da hier über den Navigator mal ein kleiner. So, jetzt gehe ich da in eine Ecke rein. Jetzt drücke ich zuerst Shift-Taste, drückt behalten und mache das Bild oder die Füße sind mal ein bisschen kleiner. So, jetzt habe ich alles mal losgelassen. Zuerst wieder Maustaste loslassen, dann Shift. Jetzt sind die Füße dann nicht im Bild drin, das ist nicht weiter schlimm. Ich gehe in das Auswahlrechteck, wenn da jetzt nichts drin ist im Prinzip, oder ihr habt das Gefühl, es ist nichts drin, gehe ich da rein, linke Maustaste drücken, behalten und schiebe die Füße mal da rein. Du wieder Shift drücken, behalten und mache die jetzt mal ganz extra sehr klein. Jetzt tue ich das wieder etwas vergrössern, dass ihr das besser seht. Übrigens, wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr auf den Navigator kommt, schaut mein 120 Sekunden Tutorial an, Arbeitsfläche, Fotografie. So, die Transformation, das heisst die Verkleinerung, die muss ich jetzt noch bestätigen. Solange es der Rahmen da rundum ist, ist die noch nicht bestätigt, noch nicht gerechnet, das ist einfach eine Vorschau. Ich kann das machen, indem ich hier auf das Gutzeichen klicke. Ich kann es auch mit Enter bestätigen. So, jetzt sind die Füße kleiner, natürlich viel zu klein. Das heisst, ich gehe jetzt wieder über Bearbeiten, frei transformieren, Shift-Taste drücken, drückt behalten und ziehe die Füße jetzt so gerade auf, wie ich will. Ich öppe ihn so, tue das wieder mit Enter bestätigen. So, voilà. Und jetzt, wenn ihr gut schaut, gut, ich bin jetzt hier in der 200% Darstellung, aber Qualität, Bildqualität von diesen Füßen ist jetzt nicht mehr so gross. Leider. Warum? Das hat folgenden Grund. Ich habe ja die Füße ganz fest verkleinert gehabt und dann habe ich sie wieder vergrößert. Das darf ich so, wie ich es jetzt gemacht habe, nicht machen, weil Photoshop tut natürlich die Füße, die ja da hier auf einer eigenen Ebene liegen, tatsächlich verkleinern. Das heisst, die Pixel werden wie abgerechnet. Wenn ich es jetzt wieder vergrössere, gehe ich von dieser kleinen abgerechneten Version von diesen Füßen aus und die wieder rauf vergrössere und es gibt einen Qualitätsverlust. Also so darf ich das nicht machen. Wie man das viel besser macht, das zeige ich euch jetzt. Das heisst, ich tue da die Ebene 1, wo die Füße drauf sind, in den Papierkorb schiessen. Ich tue nochmal die Füße auf. So. Und ziehe jetzt nochmal einen Kreis. Und da kann ich euch nämlich noch einen weiteren kleinen Trick zeigen. Ich fange wieder an mit der Ellipse. Mit linker Maustaste. Tue jetzt Shift drücken. So, und jetzt habe ich den Kreis. Jetzt gibt es mir immer einen Kreis. Solange ich Shift drückt, behalte, gibt es immer einen Kreis. Ich kann Shift auch wieder loslassen. Und dann komme ich wieder auf die Ellipse. Die linke Maustaste ist jetzt immer gedrückt. Jetzt drücke ich wieder Shift. So, und jetzt seht ihr, dass ich den Kreis da hier, der ist zwar jetzt vielleicht in der richtigen Größe, aber noch nicht im richtigen Ort. Jetzt tue ich gleichzeitig noch die Leertaste drücken. Also dort, wo ihr, wenn ihr schreibt, den Leerschlag macht. So, jetzt habe ich Shift gedrückt, die Leertaste und die linke Maustaste. Jetzt kann ich den Kreis im Zeug umschieben. So, bis ich ihn vielleicht etwa da habe. Jetzt lasse ich die Leertaste los und jetzt kann ich noch einmal den Kreis zum Beispiel etwas grösser machen. Okay. So, jetzt lasse ich zuerst die linke Maustaste los und dann Shift los. Bei der Auswahl müsst ihr auch immer ein bisschen Folgendes bedenken. Wenn ihr die Auswahl einfach mal macht, gibt es eine harte Kante. Die gehen wir jetzt ein bisschen verbessern, weil das ist vielleicht schon nicht so schön, so eine brettschärte Kante. Und zwar über Auswahl Kante verbessern. Ihr findet den Befehl auch da oben. Kante verbessern, das ist genau das Gleiche. So. Dann haben wir hier den Befehl weiche Kante. Und jetzt mache ich da die Kante noch ein bisschen weicher. So. Ja, vielleicht etwas so. Wenn wir mal das mal vor schwarz zeigen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Okay. So. Jetzt gehen wir wieder auf Fenster anordnen. Zwei nebeneinander. Dann das Verschiebewerkzeug. So, in die Auswahl rein und schiebe die Auswahl auf das Bild, wo wir sie haben.
das Bild, wo nur die Füße drauf sind, tue ich zu. So, jetzt haben wir hier wieder genau die gleiche Situation. Die Füße sind auf eine neue Ebene gekommen. Das passiert automatisch. Das kann ich mal wegklicken, Zeugli, dann sehe ich die Füße nicht mehr. Und wieder reinklicken, sie sind einfach viel zu gross. Das ist immer noch genau das Gleiche. Ich sage dieser Ebene jetzt mal Füßchen. Das solltet ihr ja immer machen, dort das Zeug benamseln. Nachher tue ich hier mal das Bild ein bisschen kleiner machen. Und jetzt, bevor ich transformieren, also verkleinern, tue ich die Ebene da, dort schaue, dass die blau hinterlegt ist, tue ich die über Filter für Smart-Filter konvertieren. Machen wir das mal. Voilà. Bei euch gibt es eventuell eine Warnung, ich habe die weggeklickt, nicht wieder anzeigen, eben, das passiert dann das und das, ich weiß nicht genau, wie die Warnung heißt, da tut ihr einfach OK klicken. So, jetzt hat es mich da hier unten so klein, seht ihr, ein neues Icon gegeben da. Das ist das Symbol für Smart Filter. So, und jetzt geht es eigentlich genau gleich weiter. Gesehen habt ihr nichts eigentlich, was passiert ist, das muss auch nicht sein. Über frei transformieren, Shift-Taste drücken, drückt Pauten. Jetzt machen wir das mal ganz klein. Ja, gesagt, das könnt ihr so klein machen. Nachher in das Transformieren-Rahmen reinfahren und mit der linken Maustaste das dann mal irgendwo platzieren. Mit dem Gutzeichen bestätigen, dann gehen wir dann mal ein bisschen größer. So, jetzt sind die Füße natürlich eben viel zu klein. Okay. Und jetzt tun wir die wieder aufvergrößern. Wieder über also bearbeiten, frei transformieren. So. Mit gedrückter Shift-Taste down gedrückt. So. Jetzt tun wir das auch noch ein bisschen. Jetzt ist sie nicht mehr gedrückt, Shift-Taste. Sobald es die Größe hat, lasst ihr Shift los. Jetzt könnt ihr das Rähmchen hier im Zug umschieben. Ich kann es, wenn ich aus dem Rähmchen gehe, bekomme ich dann so den Doppel-Pi-Pfeil. Jetzt kann ich das auch noch drehen, wenn ich will. So. Machen wir vielleicht etwas so. Jetzt ist es schon wieder fast ein bisschen zu gross. Okay, Shift-Taste drücken, drückt Pauten. Dann machen wir das wieder ein bisschen kleiner. Shift-Taste drücken, ich sehe Proportionen erhalten, Pauten von diesem Bild. Ja, sonst würde es das Bild verzerren. So, wenn ich zufrieden bin, klicke ich auf das Gutzeichen klicken oder mit Enter bestätigen. Was ist jetzt anders, wenn ich das in die Ebene zuerst für Smart Filter konvertiert habe? Das ist etwas, was man nicht sieht, aber es ist so. Wenn ihr jetzt die Füße ganz, ganz klein macht, macht Photoshop die Ebene mehr, wo die Füße drin sind, nicht tatsächlich kleiner. Also die Pixel werden nicht abgerechnet, sondern es gibt noch einfach eine Bildschirmdarstellung, ich sage es jetzt einmal so. Die Qualität des Bildes an sich bleibt aber genau gleich. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ihr das Bild wieder grösser macht mit diesen Füßen, habt ihr keinen Qualitätsverlust. Wir sind ja von einem sehr grossen Füßli-Bild ausgegangen. Also, wenn das nachher so viel vergrößert, wie ich es jetzt habe, ist das absolut kein Problem. So, das ist eigentlich so die Grundtechnik, wie man etwas Rundes in etwas Eckiges hineinbringt. Jetzt tun wir das noch etwas verschönern. Machen das da mal etwas grösser. So, also das könnt ihr da oben navigieren. Ich habe jetzt heute da die Leertaste gedrückt. Das geht da bei gedrückter Leertaste. Bekommt ihr auch immer das Handy. Übrigens könnt ihr natürlich die Füße immer umschieben, immer mit dem Verschiebewerkzeug. Also wenn ihr das Verschiebewerkzeug nehmt, da seht ihr, könnt ihr das irgendwo herschieben, wo ihr wollt. Das ist ja auf einer eigenen Ebene. Wenn ich die Hintergrundebene wegklicke, dann habt ihr da das Schachbrettmuster. Voilà. Also, jetzt machen wir Folgendes. Ich möchte da gerne noch so ein kleines Schättchen rundherum. Das klebt mir noch ein bisschen zu fest, einfach da bin ich fast ein bisschen im Nichts. Das könnt ihr machen. Da unten in der Ebenenpalette habt ihr, da muss ich schauen, habt ihr da etwas, das heisst FX. Da könnt ihr einmal draufklicken, dann gehen die Ebenenfülloptionen auf. Jetzt könnt ihr da entweder auf das Wörtchen Fülloptionen klicken, das ist vielleicht am gescheitsten. Dann bekommt ihr da die Ebenen stehlen. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, ich will einen Schlagschatten. Ja, wenn ich da auf einen Schlagschatten klicke, dann seht ihr, da gibt es mir hier ein Schlagschattenli. Okay. Jetzt tue ich doppelklicken auf das Wörtchen Schlagschatten, dass das blau hinterlegt ist. Das ist wie bei den Ebenen, wo jetzt geht da der Schlagschatten-Dialogfeld auf. Ich tue jetzt da den Winkel noch etwas ändern. Ich hätte das lieber so. Da muss man vielleicht auch ein bisschen schauen, von wo das Licht kommt auf dem Bild. Ich mache den Abstand zum Beispiel etwas grösser und tue das etwas weicher machen. So.
Dann habe ich mit Deckkraft auch noch etwas zurück. Ihr seht, man kann da relativ viel machen. Probiert auch andere Sachen aus, zum Beispiel eine Kontur, was passiert da? Ja, das sieht eigentlich auch noch gut aus. Seht ihr den feinen Unterschied, wenn ich dann noch ein Kontürli mache? Wenn ich die Kontur bearbeiten will, Doppelklick auf das Wörtchen Kontur, dann kommt ihr da hier in das Konturen-Dialogfeld hinein. Okay, sage jetzt, das gefällt mir so und sage, okay. Ihr habt hier jetzt auch den Vorteil, wir haben das schon für Smartfilter konvertiert, darüber kommen da hier die Effekte eingeblendet. Ja, das heisst, ihr könntet mit einem Doppelklick auf das Wörtchen Schlagschatten jederzeit den Schlagschatten wieder bearbeiten und sagen, hey, wir hätten gerne ein bisschen aus einem anderen Winkel, zum Beispiel von da unten. Voilà, gefällt ihr, habt ihr das. Das könnt ihr jederzeit machen. Photoshop tut alle die Effekte mitspeichern. Jetzt sind mir die Füße noch ein bisschen zu schwarz-weiß. Ich sage jetzt, ich möchte die gerne noch ein bisschen bläulich haben. Wir haben so eine bläuliche Grundstimmung in diesem Bild. Da tue ich mir eine Einstellebene machen, Farbtonsättigung. So. Tue da färben, ein gutes Zeichen machen. Und ziehe jetzt den Farbton da so ein bisschen ins Blau rein. Aber jetzt seht ihr natürlich gerade schon. Ich tue das noch ein bisschen auf die Seite da. Dass sich jetzt das, die Änderung auf das ganze Bild tut, auswirken. Das ist es so, weil eine Einstellebene, was ja hier geht, tut sich immer auf alle darunter liegenden Ebenen auswirken. Wenn ihr das nicht wollt, was ich ja nicht will, tut ihr da das Icon da unten anklicken. Das ist die Schnittmaske. Wenn ihr das einmal anklicke, dann seht ihr jetzt, dass es noch erstens mal da so ein Pfeili-Symbol gibt. Da. Und jetzt tut die Einstellebene sich nur auswirken auf die darunter liegende Ebene. Das heisst, das ist die Füßli-Ebene. Okay, wenn ich da jetzt das Zeugli rein- und rausklicke, dann seht ihr, dass die Füßli da ein bisschen bläuer werden. Das sage ich jetzt so gut, das gefällt mir. Mal ein bisschen kleiner machen, dass wir da das ganze Bild sehen. Jetzt sage ich, ja, das ist alles noch ein bisschen arg weit unten. Da hier, das gerne ein bisschen weiter oben wieder. Schauen, dass ihr das Verschiebewerkzeug habt. Schauen, dass ihr die Füßli-Ebene da hier aktiv habt. Die wollen wir ja verschieben. Und schiebe jetzt das einfach noch ein bisschen rauf. Die Befehlsebene, die kommt natürlich mit, die ist ja nur virtuell da, die Farbtonsättigung, die müsst ihr nicht mit verschieben. Das ist einfach eine Ebene, wo der Füßli-Ebene sagt, hey, du da unten, du Ebene da unten wird ein bisschen blau. Voilà. So, das ist alles gewesen. Es gibt noch ganz viel mehr zum Erzählen, so über Auswahlen und solche Sachen. Jetzt haben wir mal etwas über eine runde Auswahl gesagt. Was mich würde interessieren, wie könnte ich das noch weitergehen? Kärtchen machen zum Beispiel. Also, tut mir eine Nachricht hinterlassen, entweder auf Facebook oder hier auf dem YouTube-Kanal, unter einem YouTube-Video oder auf meinem Blog timdavoli.ch. Wie gesagt, noch einmal, Photonen, die zwei Photonen stammen von der Eve Koller. Ich tue jetzt den Link einblenden da unten von ihrer Homepage. Dann könnt ihr mal schauen, was sie so macht. Sie ist Atelierfreundin vom Atelier Kontrast. Voilà, ich wünsche euch viel Vergnügen und viel Spass beim Runden ins Eckige zu tun.